Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen. Am 11. Mai startet auf Kika die neue WG zusammen mit Abstand. Letzten Freitag gab es hier auf unserem Kanal schon die erste Folge zu sehen. Und nächsten Montag geht es dann richtig los. Heute habe ich ganz viele Insider-Infos aus der virtuellen WG für euch. Und die verraten uns zwei WG-Bewohner. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Hallo Chantal und hallo Jeppe. Hey, was geht? Wie geht's? Gut, und euch? Auch. Auch gut, bestens. Ja, ihr zwei, ihr seid ja Bewohner von der virtuellen WG. Wie findet ihr es so? Wie geht's euch damit? Es ist mega witzig, halt einfach sich so virtuell zu sehen und halt so viel Blödsinn miteinander zu machen. Es ist zwar richtig was anderes zu einer normalen WG, aber es ist halt mega cool. Es ist halt auch so abwechslungsreich, weil in der normalen WG war es dann ja immer so Mädchen, Junge getrennt. Und jetzt sind wir alle so zusammen vereint und irgendwie sind wir alle so separiert wegen dieser ganzen Krise gerade. Aber trotzdem sind wir so nah aneinander und wirklich, man vergisst einfach, dass man nicht gerade wirklich miteinander in einem Raum ist. Weil man ist so vertieft manchmal in Gesprächen, man redet und dann denkt man wirklich, man wäre in einem Raum mit den Leuten. Also das ist richtig krass. Ja, das ist voll abgefahren. Vor allem, wir haben uns so alle viel besser noch kennengelernt. Wir haben uns alle so gegenseitig gezeigt, wo wir wohnen, wie viele Geschwister wir haben, wie wir überhaupt wohnen mit unseren Eltern und sonstiges. Und das ist halt dieses, was wir halt in der normalen WG halt nicht hatten. Voll cool. Wir sind nur virtuell zusammen, aber trotzdem fühlt es sich so an. Und diese Brücke einfach so zu schaffen, ist richtig krass. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, wer denn alles jetzt in der virtuellen WG dabei ist. Weil vielleicht haben manche von euch da draußen noch nicht die erste Folge gesehen. Und deswegen sagt doch einmal kurz, wer ist alles in der virtuellen WG dabei? Es sind einmal wir drei von der Valencia WG, einmal Chang, Angelina und ich. Und dann noch drei Jungs aus der Amsterdam-WG, Alex, Marc und Jeppe. Das ist halt auch mega cool, weil man dann so ein bisschen wieder dieses WG-Feeling hat. Man ist wieder so ein bisschen vereint. Aber man ist dann halt auch zum Beispiel mit Mädchen, wo man halt auch ganz andere Gesprächsthemen hat, wo man auch ganz andere Sichten wieder so ins Mindset bekommt, sag ich mal, weil man halt über ganz andere Sachen redet. Wie funktioniert es denn bei euch mit der Technik jetzt gerade? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr nicht alle ein eigenes Kamerateam bei euch zu Hause sitzen habt, sondern das irgendwie anders regeln müsst. Wir haben so unser eigenes Kamerateam zu Hause. Ich kann euch mal meine Kameraassistentin vorstellen. Das ist nämlich meine Schwester. Lenne? Ja? Komm mal bitte. Ich will auch mal meinen Kameramann vorbei. Erik, kommst du? Hallo! Das hier ist meine Kameraassistentin, meine kleine Schwester. Was sagst du, bringst du dir Spaß? Ja, schon. Ja? Ja. Echt? Ja. Oder nicht? Doch, wirklich. Es macht Spaß. Hier ist mein Kameramann. Hi. Hi. Für euch ist es doch auch total neu. Oder habt ihr davor schon mal irgendwie Erfahrungen gehabt mit Kameras, Filmen und so weiter? Also ehrlich gesagt, ich jetzt persönlich nur aus der Schule, wenn man mal so Projekte hat oder so, dass man einen Film dreht. Aber jetzt so jeden Tag zu filmen und dann auch noch meine Schwester, das ist auf jeden Fall was ganz Neues. Und ihr seid ja jetzt schon direkt immer live dabei. Wie stellen die sich so an? Was sagt ihr? Also ich finde, Jeppe macht das sehr gut. Er gibt sich immer viel Mühe und hat meistens auch Spaß bei den Aktionen. Ich glaub, meine Schwester will jetzt ein bisschen bei mir schleimen. Ich finde, Chantal macht das richtig gut. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil es auch voll Neuland war. Aber mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team. Also yes. Das klappt, oder? Ghetto Faust. Zusammen mit Abstand. Ja, safe. Das war immer unser Spruch. Ja, genau. In der WG hatten wir auch immer so einen einzelnen Spruch. Und hier haben wir jetzt so zusammen mit Abstand. Voll cool. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal ein kleines Best-of aus eurer WG-Zeit an, als es noch nicht diesen Corona-Wahnsinn gab. Hey Freunde, was geht ab? Ich bin's Jeppe, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Kiel. Ich gehe nie auf öffentlichen Toiletten kacken. Ich bin ein richtiger Heimscheißer. Aber es ist richtig, richtig ranzig. Ey, das kann man eigentlich essen. Jetzt habe ich einen Bart. Ja, Lilu. Hä, wo ist Jeppe? Ey, das riecht hier so nach Arsch. Hallo, ich bin Chantal, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Hamburg. Hug me! Tschüss, das war ein Chor. Das war ein Chor. Ameisen-Apokalypse.
Eine kleine Gabel. Ich mag unseren Ton. Der ist so cool. Wirklich mega, also es sieht nach super viel Spaß aus. Ich erinnere mich auch super gerne an meine Zeit in der Mädchen-WG zurück. Aber erzählt doch ihr nochmal, wie es in der neuen WG ist. Könnt ihr schon ein bisschen was verraten? Boah, da gibt's so viel. Ist echt also wir so. Können auf jeden Fall nicht alles verraten, ne? Aber da waren schon echt lustige Sachen dabei, wie zum Beispiel mein Arm so ein bisschen tätowiert. Meine Lieblingsaktion bis jetzt war wirklich, dass ich auf einem Reiterhof so ein bisschen helfen konnte. Pferde striegeln, das ist so der Traum von jedem Mädchen, das ist auch so mein Traum. Und deswegen war das so wirklich mein Highlight. Ja, und nicht zu vergessen sind natürlich diese unzählige Challenges, die wir natürlich machen. Oh, yeah. Zum Beispiel haben wir uns auch alle richtig verrückt geschminkt. Und dann wurde der sich am verrücktesten geschminkt hat, als Gewinner gekürt und so. Aber viel mehr wollen wir natürlich nicht verraten. Aber es war mega lustig. Das hört sich richtig nice an auf jeden Fall. Ah, ich freue mich schon richtig krass. Wie ist es mit euch? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und übrigens, ganz viele Fotos, Videos und noch mehr Infos findet ihr auf zdftv.de und in der TV-App. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ihr euch selber filmt bzw. euch filmen lasst von Familienmitgliedern. Erklärt doch noch mal, wie das genau funktioniert, also mit der ganzen Technik und so. Oh ja, okay. Ich fange mal an. Dafür gehe ich einmal nach oben und zeige euch das mal einmal im Spiegel, wie ich mich persönlich hier filme und wie ich mit euch verbunden bin. Da muss ich einmal ganz schnell nach oben stratzen. Also, ich gehe mal eben ins Badezimmer. Und zwar sieht man hier, das ist so die Konstruktion, die wir bekommen haben. Einfach ein Stativ mit einer Kamera und einem Mikrofon, wo wir uns dann permanent aufzeichnen können. Und hier haben wir dann einfach so an dem Stativ das Handy dran geklebt. Mit natürlich einer Powerbank, damit das Handy in die alle geht. Und ja, hier sehe ich dann immer die anderen, sehe ich so permanent im Screen. Das ist eigentlich so, als ob ich mit dem im Raum bin. Und ja, das ist dieses Abgefahren und dieses Coole an dem ganzen Projekt. Ich habe so einen Bizeps bekommen dadurch, einfach die Kamera zu halten. Safe, safe. Ich kann euch jetzt auch mal zeigen, wie wir unsere O-Töne machen, so Interviews. Ich habe hier nämlich so ein Professional Greenscreen. Und dann hier haben wir so ein Stativ, ein größeres. Und dann sitze ich hier vor. Rede ein bisschen. Bisschen schnacken. Ja, genau, dann schnacke ich hier ein bisschen und rede so, dass unsere Challenges richtig cool sind, bla bla bla. Der Hintergrund wird dann so bearbeitet und man könnte theoretisch alles hier nach hinten packen. L.A. dahinter packen, das Hollywood-Sign. Oder ein Bild von mir. Ey, Bro. Ja, genau, ein Bild von Jeppe, alles kann man dahinter packen. Dann sitze ich dann halt auch nicht so da, weil ich möchte ja nicht so aussehen, als würde ich gerade Chips essen und Fernsehen gucken. Deswegen versuche ich wirklich aufrecht zu sitzen und das sieht dann auch viel besser aus. Chantal, wir können auf jeden Fall als Kameramänner und Kamerafrauen danach arbeiten. Ja, ist echt so. Wir haben so viel gelernt. Cool, es klingt auf jeden Fall nach einer mega nice Erfahrung, die ihr da macht in der virtuellen WG. Es war richtig cool mit euch zu quatschen, Chantal und Jeppe. Danke, dass ihr mit dabei wart heute in der Show. Gerne, gerne. Ja, yes. Ihr lieben WG-Fans, wenn ihr noch dran bleibt, dann könnt ihr auch gleich schon den coolen Trailer von der neuen virtuellen WG sehen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ihr vergesst bitte nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine anderen Videos mehr. Ich sag jetzt schon mal tschüss und Jeppe, Chantal, jetzt seid ihr dran. Also Leute, in 3 Tagen am 11. Mai um 20.10 Uhr von Montag bis Donnerstag auf Kika könnt ihr unsere virtuelle WG sehen. Leute, es ist mega nice geworden. Wir haben richtig viele coole Aktionen gemacht. Deswegen, einschalten lohnt sich. Wenn ihr einen Tag davor auf unserem WG-Channel vorbeischaut, könnt ihr sogar um 17 Uhr eine Kurzfassung davon sehen. Viel Spaß jetzt mit dem WG-Trailer. Tschüss. Ciao. Hey Freunde, was geht ab? Ich bin's Jeppe. Ich bin die Angelina. Ich bin Alex. Ich bin die Chang. Ich bin Marc. Ich bin Chantal. Und das ist unsere virtuelle WG. Ich habe echt kein gutes Gefühl. Das ist dein Ernst, Digga. Kann man da nicht getreten werden oder so? Nein! Liebe Oma, ich kann dich momentan leider nicht persönlich sehen. Oh, sie weint vor Freude!
Start!